Lufthansa-Piloten haben für einen Streik gestimmt. Lufthansa-Bodenpersonal hat sich mit Lufthansa noch nicht geeinigt, hat also auch noch Streik. Wir haben eine Verhandlungsrunde. Verdi erzählt, dass die anderen Bodendienstleister sich geeinigt haben mit Verdi, also Lufthansa der Cheapo ist. Dann haben wir als Thema Lufthansa 787 wird vielleicht doch ausgeliefert, weil Boeing da mit der FAA einen Deal abschließen konnte in der Form, dass man die satisfied hat mit den Regeln, um die Späne zum Beispiel wegzubekommen. Dann Air Baltic. Air Baltic hat die Uniformregeln geändert dahingehend, dass man Tattoos und Piercings unter gewissen Umständen zeigen darf. Und last but not least haben wir an dieser Stelle auch wieder einen Deal, so ein Deal von Nordamerika mit der Star Alliance über Europa nach Afrika. Nee, Mittlerer Osten. Mensch, Mittlerer Osten. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. An dieser Stelle wie immer natürlich der Hinweis, abonniert den Kanal, macht die Glocke an, lasst uns ein Like da, bringt uns ganz viele Kommentare. Ja, liken, abonnieren, kommentieren, ihr kennt das ja. Dann haben wir Stammtische am 12.8. München, 13.8. Frankfurt, 14.8. Berlin. Es werden immer mehr. Wir arbeiten an Riga, wir arbeiten an Helsinki, wir arbeiten an Stockholm, Los Angeles. Also viele Stammtische, die da kommen. Das erste Thema ist ein Thema, was nicht so schön ist wie ein Stammtisch. Das ist Lufthansa Cockpit. Lufthansa Cockpit haben abgestimmt, so ist das. Und zwar am Sonntag ist eine Urabstimmung zu Ende gegangen und bei der Lufthansa-Wahlbeteiligung von 93,2% bzw. 95,7% bei der Lufthansa Cargo haben 97,6% bei der Lufthansa, 99,3% bei der Cargo für den Streik gestimmt. Sehr, sehr hohe Zahlen. Das sind normalerweise Zahlen, die man irgendwie aus dem ZK kennt, aber so sieht das aus. Gegenstand ist in diesem Fall ganz einfach die Knete. Man will mehr Knete haben, man will einen Reallohnverlustausgleich haben. Ich muss das Wort eigentlich im Englischen gleich übersetzen. In der Folge muss ich mal gucken, wie ich das mache, aber jedes Problem zu seiner Zeit. Ein zentraler Punkt, den man da auch raussehen kann, ist natürlich, dass das Problem beim Personal dahingehend ist, dass man die Gehälter anpassen muss, weil viele Piloten sind nicht wirklich in diesem Bereich von 200.000 Euro und mehr. Da ist so eine kleine Wahrnehmungslücke, wenn man das sagen muss. Warum? Ganz einfach, viele Piloten verdienen wesentlich weniger und kommen auch mit Schulden. Und so einen Flugschein mit 100.000 Euro Schulden zu verlassen, um dann in einen Beruf zu gehen, wo man die Knete nicht kriegt, ist schwierig. Also das heißt, das Geld muss zurückgezahlt werden. Und wenn jetzt natürlich alles an Nebenkosten steigt, dann ist das gerade für die niedrigen Einstiegslöhne ein Problem. Und der Vorsitzende der Tarifpolitik von der Vereinigung Cockpit sagte, wir brauchen jetzt eine moderne und fairere, international konkurrenzfähige Vergütungsstruktur in allen Berufsgruppen. Und diese positive Urabstimmung führt noch nicht zwangsläufig zu Streikmaßnahmen. Und das ist das, was uns erstmal ausatmen, ja, das innere Ich finden, in Zen finden. Ihr habt es nicht gesehen, so in Zen finden. Ist es so, dass man da erstmal wirklich durchatmen kann, weil nicht gestreikt werden soll. Man möchte halt nicht zu dem Drama, was jetzt gerade da ist, weiter beitragen, weil das Bodenpersonal hat uns ja am Mittwoch gezeigt, was es passiert, wenn gestreikt wird, dass Passagiere am Boden stehen bleiben. 132.000 Menschen sind betroffen gewesen und das ist natürlich nicht hübsch. Es ist mehr so eine Art Drohgebärde, um der Lufthansa zu zeigen, wir können, wenn wir wollen, weil diese Urabstimmung ist wichtig, um wirklich streikfähig zu sein. Und ja, ich hoffe, dass man da zu einer Einigung kommt. Man muss natürlich zur Ehrenrettung der Piloten jetzt auch noch sagen, die haben schon einige Streikrunden ausgelassen, weil die Verhandlungen schon länger dauern. Die ziehen sich, wie lange sind die denn eigentlich? Ich glaube, schon seit Anfang des Jahres sind die dabei und wollen da eine Lösung finden und haben nicht gestreikt. Das muss man also positiv vermerken, muss man sagen, danke dafür. Die aggressive Art der Verdi ist natürlich ein anderes Problem. Wer jetzt in der Schweiz wohnt, sagt, das ist natürlich ein Problem.
in Deutschland. Nein, das ist auch in der Schweiz ein Problem, weil wenn man der Aeropers, dem Vorstand, glauben darf, dann ist das halt einfach so, dass die Zeichen bei der Swiss auch auf einen Konflikt hindeuten. Und ganz einfach deshalb, weil die Gewerkschaft den Gesamtarbeitsvertrag von 2022 ablehnt, wollen wir nicht. Und der Vertrag ist aus der Sicht der Swiss nach mehrmonatigen und intensiven Verhandlungen ein Kompromiss. Das ist so die Aussage, welche Interessen von Swiss und Aeropers ausgewogen abdeckte. Und das ist natürlich ein Problem. Aber die Stabilität des Flugplans, wie das immer so schön heißt, ist hier ein bisschen in Gefahr. Warum? Ganz einfach, weil natürlich, wenn gestreikt wird in der Schweiz, wenn in Deutschland gestreikt wird, die Lufthansa relativ viele Probleme hat, dass man nicht ausweichen kann und noch mehr Passagiere davon betroffen sind. Ja, man will dann nach Frankfurt oder nach Zürich Zeichen setzen und sagen, gebt Gas. Die Dienstleister, die eben schon angesprochen waren, die geben auch Gas und die haben einen, so eine Art Shame-Nachricht geschickt an Lufthansa und haben einfach gesagt, ihr seid so Cheapos. Und wenn man sich das anguckt, sagt die Verdi, dass die anderen Luftverkehrsdienstleister mehr Geld geben. 26% in der Stimme, also andersrum, du Gott, 26%, das macht mich ganz wurschig. Also das heißt, ohne Streiks sind dort 26% mehr Gehalt durchgesetzt worden und hat damit also wirklich diesen Reallohnzuwachs. Ich weiß wirklich gar nicht, wie ich das im Englischen gleich sagen soll. Also insofern, die sind durchgesetzt. Und Marvin Rischinski sagte dazu, aufgrund des Personalmangels und der hohen Belastung gibt es bei vielen Arbeitgebern eine größere Bereitschaft zu deutlichen Einkommenssteigerungen. Na klar, wenn die Leute dir abhauen, hast du natürlich ein Problem. Also 6.000 haben sich geeinigt von der Verdi, 20.000 bei der Lufthansa haben sich nicht geeinigt. Und damit ihr dann nochmal ein bisschen Zahlen beide Fische habt, Butter beide Fische habt und Fleisch an den Füßen, eine Knochen und sonst wo habt, ist es so, dass die Lufthansa bezahlt, und jetzt haltet euch fest, zu 13,26 Euro in der Tarifgruppe. Vergleichbare Tarifgruppe bei Avia Partner in Düsseldorf oder Hannover bekommt 14,45 Euro. AHS in Köln und Düsseldorf sind das ja 14,19 Euro. Also das heißt, wenn man von 13,26 geht, dann auf 14,19 geht, dann ist das über 1 Euro. 6.000 Mitarbeiter rechnet das aus, wie viele Stunden das sind. Bei Lufthansa idem mit 20.000, da merkt ihr schon, dass das ein Batzen Geld ist. Aber auf der anderen Seite muss man der Ehrlichkeit halber sagen, so ein bisschen über Mindestlohn ist natürlich auch kein Anreiz zu arbeiten. Da brauche ich mich ja auch nicht hinsetzen und zu arbeiten und mich durchbeleidigen zu lassen. In Frankfurt steigen die Löhne bei der Fraport übrigens, Fraground übrigens auch, das ist die Firma von der Fraport, die Fraground, also ich glaube, es ist eine Tochter, oder die sind es vielleicht sogar ausgegründet worden, aber ist ja auch egal, auf jeden Fall ist es da die Firma und die haben ab 1. Juli rückwirkend 14% mehr Gehalt bekommen, sogar eine Anerkennung von 700 Euro. Könnt ihr euch das vorstellen? Jetzt sieht man halt, wo die Lufthansa steht und warum die Probleme sind. Hoffen wir mal, dass am 3. bis 4. August die Lohnforderung von 9,5%, 350 Euro als Mindeststeigerung monatlich, beide Seiten irgendwo sich finden, wo man mit leben kann. Und die 26% habe ich bis jetzt noch nicht verstanden, aber nun gut, 26%, so ist das. Regeln sind auch da, um sie mal zu ändern. Und zwar die Regeln von AirBaltic Cruise. Und wenn ihr euch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anschaut von Fluglinien, schaut euch auf die arabischen Etihad, Emirates, da ist alles verboten, was mit Tattoos, Piercings zu tun hat, wenn es sichtbar ist. Darf sich auch nicht abzeichnen unter der Uniform oder sonst was. Und AirBaltic hatte natürlich dieselben Regeln. Jetzt hat man gesagt, wir wollen mehr Individualität. Das heißt also, wir wollen, dass die AirBaltic-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich ausleben können und mehr verwirklichen, selbst verwirklichen können und damit einfach sich zeigen durch ihre Tätowierungen, durch ihre Piercings, aber auch durch ihre Frisuren. Wenn man sich das dann anguckt, ist es natürlich so, dass Tattoos am Hals und Kopf sowieso wie potenziell anstößige Tätowierungen weiter verdeckt werden müssen und sollte. Ich persönlich halte nicht viel von Tätowierungen. Ich rede dann immer für mich selber, also das heißt für meinen Körper, und für mich sind Piercings auch nicht wirklich so der letzte Schrei. Gut, ich weiß, die ihr tätowiert seid, ich hätte nur Angst vor der Nadel, sagt ihr dann so. Aber ehrlicherweise, ich finde es einfach auch nicht hübsch für mich. Wenn ihr das für euch hübsch findet, go for it. Wenn ihr Piercings geil findet, go for it.
Also insofern da ganz klipp und klar, macht da, wo ihr das denkt, wie ihr es haben wollt. Ich für mich nicht. Insofern finde ich es ganz okay, weil ich habe auch nicht das Gefühl, weil in einigen Beiträgen steht ja dann so zum Beispiel, ja, wenn jemand tätowiert ist, der würde ja dann als erster das Flugzeug verlassen und sich um Passagiere nicht ordentlich kümmern beim Service und so weiter. Hat dann natürlich klargestellt, dass das Ironie war. Und genauso sehe ich das auch. Also ich denke, dass ein Tattoo oder ein Piercing oder mehrere Tattoos, mehrere Piercings nichts über die Qualität eines Mitarbeiters sagen. Und wie wir das ja alle wissen, gab es ja schon verschiedenste Begründungen, warum man gewisse Personenkreise ausschließen will. Und am Ende hat man einfach festgestellt, es gibt wie in jeder Gruppe immer eine Quote von Idioten mit Piercing, ohne Piercing, mit Tattoo, ohne Tattoo, mit Tattoos, ohne Tattoos. Ah, wisst, was ich meine. Also insofern ist das kein Problem. Und ich glaube, dass das von der Arbeitsmoral oder sonst was einfach positiv ist, dass die Leute einfach sich so verausgaben können. Nee, wie heißt das? Verausgaben und verwirklichen, wie sie es wollen. Und da macht ein Tattoo in meinen Augen nichts aus. Aber hier kommentiert unten, macht einfach da eurer Meinung einen Luftzug durch die Kommentarspalte. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich wollte. Merkwürdig, ne? Draußen wieder Lärm, da wird man direkt unkonzentriert. Da habe ich auch ein Thema eigentlich, was mir noch einfällt. Da schlage ich doch so die Bild-Zeitung auf und lese, Lufthansa hat der Bild-Zeitung versprochen, wir zahlen Kompensation für die Streik. Lass mal die Lufthansa sich dran messen. Wenn ihr da was mitteilt, bekommt, dass ihr das Geld bekommt, die EU-Verordnung und so weiter, wäre ja super, wenn das mal diesmal passiert und die Lufthansa sich nicht so ziert, wie sie es sonst manchmal leider tut. Wo sie sich auch geziert hat, ist bei der Boeing 787-9er Dreamliner. Aber da war es nicht die Boeing schuld, die Lufthansa schuld, dass sie die Boeing nicht bekommen haben, sondern da war Boeing schuld und da hat sich Lufthansa nicht geziert. Und Boeing hat sich aber auch nicht geziert, die Buden so zu bauen, dass die FAA die abnehmen kann. Da ist also zu viel passiert. Deshalb ist es jetzt aber so weit, dass die FAA eine Einigung gefunden hat mit der Boeing, im Prinzip so, dass Boeing denen gesagt hat, dass man da eine Qualitätsverbesserung hat, um dann diese Späne und was da ganz alles für Sachen in der 787 gefunden worden sind, im Tank sogar, dass das abgestellt worden ist und diese Mängelliste nicht mehr kommt. Deshalb können die bei Boeing bis zu 120, glaube ich, sind auf der Halde, da stehen, die auslieferungsfähig sind, mit Triebwerk, mit einem Schnickschnack, können jetzt angefangen werden auszuliefern. FAA Boeings Unterlagen noch als unvollständig dargestellt hat im Mai, aber das ist wohl alles jetzt vergeben und vergessen. Die Produktion wurde ja nicht wirklich angehalten, sondern nur gedrosselt. Und im Oktober 2020 hat man natürlich zwischendurch die Auslieferung gestoppt, aber natürlich auch so ein bisschen die Produktion gedrosselt. Aber es ist halt wirklich so, dass man die Lieferung jetzt wieder aufnehmen kann und der FAA ist happy. Und wenig später schauen wir einfach mal nach, was sie machen werden. Weil interessant wird einfach sein, welche Produkte wird die Lufthansa da drin haben. Denn die erste Maschine, die Delta, Alpha, Bravo, Papa Alpha, eine Boeing 787-9er Dreamliner, ist eine Whitetail. Das heißt also, die kommt von einem Kunden, der die haben wollte. Waren ja zwei, ich habe es mittlerweile wieder verdrängt. Vistara war einer dazwischen und dann war noch immer dazwischen. Also im Prinzip waren es verwaiste Flugzeuge. Lufthansa hat sich denen angenommen, weil sie aufgrund des günstigen Preises Sinn gemacht haben. Und das Flugzeug heißt übrigens Berlin. Ich freue mich drauf. Ihr könnt unten auch schreiben, ob ihr euch auf die 787 Dreamliner bei Lufthansa freut. Und er sagt, nee, schwierig, schwierig. Ich persönlich halte die 787 für sicher. Also da gibt es nichts. Wo es auch nichts gibt, ist bei British Airways im Moment. Kurzstreckenflüge könnt ihr keine Tickets mehr verkaufen. Das ist natürlich ungemein blöd. Bis zum 8. August ist ein Verkaufsstopp gemacht worden, weil man damit die Zahlen in Heathrow unten haben will. Hilton Heathrow, ja, da haben wir Kunden untergebracht. Kleiner, ist übrigens ein geiler Werbeblocks-Einblendungsmöglichkeit für mich. Wenn ihr Hotels sucht oder wenn ihr Unterstützung sucht für eure Reisen,
könnt ihr euch an mich wenden. So, aber jetzt, nachdem wir Hilton Heathrow abgeperrt sind, hat das Heathrow Hotel, ich sehe die Werbung vom Hotel voll, Mist. Also, nochmal. London Heathrow Airport, jetzt haben wir es richtig, die haben sich dafür entschieden, den Flughafen mit 100.000 Passagieren pro Tag zu decken. Als Zahl dazu nochmal, Frankfurt hat bei 200.000 Passagieren immer noch nicht gedeckelt, haben 180.000 ja dann wirklich abgearbeitet, 200.000 waren die, die sie erwartet haben. Aber jetzt möchte British Airways da seinen Part für übernehmen und sagt, das wäre eine vernünftige Reaktion, diese Beschränkung zu machen. Denn diese Oberbegrenzung gilt allerdings bis zum 11. September. Wieso soll das helfen, wenn ihr bis zum 8. August, also knapp eine Woche, das stoppt und den Verkauf damit, also ich sehe das jetzt nicht wirklich. Also da wird wahrscheinlich noch mehr Maßnahmen nötig sein. Ihr habt auch 30.000 Flüge storniert bis jetzt. Also BA hat da viel gemacht. Aber man muss ganz ehrlich sagen, dass natürlich die Szenen hier am Flughafen Heathrow waren nicht schön. Nicht schön, nicht schön. Und ehrlicherweise ist es aber auch nicht schön, was jetzt hier was daraus resultiert, weil in London Gatwick die Preise gestiegen sind. Ja, das sind nämlich die einzigen Tickets, die du kaufen kannst dann. Ist natürlich für uns auch doof, wenn die Tickets relativ teuer werden. Da könnt ihr unten einfach schreiben, was ihr denkt. Angebot, Nachfrage, ihr wisst das ja, dass der Markt sich dann natürlich selber reguliert und die Flugpreise ja durch die Decke gehen. Das ist unangenehm und unschön für uns. Findet ihr, dass es gut ist, dass British Airways zum Beispiel die Flüge jetzt einfach nicht mehr verkaufen will? KLM hat das ja gemacht schon. Lufthansa hat das ja auch gemacht, indem sie einfach die Flüge rausgenommen haben. Ist das okay oder eher, nö, nicht so gut. Was sehr gut ist und wo ich immer Freude daran habe, ist an Ticket-Deals und deshalb habe ich für euch einen Deal, so einen Deal mitgebracht. Heute haben wir einen Deal aus den USA und zwar aus New York über Schweiz, Deutschland oder aber dann nach Dubai zumindest. Ja, und ihr könnt fliegen mit der Lufthansa, mit der United, mit der Swiss, mit der Air Canada sogar, ja ganz genau, aus New York oder aus Newark. Also aus beiden, JFK und Newark, geht es. Buchungsklasse P, Ticket muss nur ausgestellt werden bis zum 30. September 2022 und kostet 2.150 Euro. Das ist ja die Information, die am wichtigsten ist. Was kostet die Bude in der Business Class als Return-Ticket? Es gibt ansonsten keine Limitierung, außer dass ihr halt bis zum 30. September gebucht haben müsst. 14 Tage vorher vor Abflug muss gebucht werden. Dann kann gebucht werden, das so, dass es maximal der Aufenthalt 3 Monate ist, aber mindestens bis zum nächsten Sonntag. Das ist so, also wenn ihr sonntags kommt, könnt ihr erst am nächsten Sonntag wieder fliegen. Oder wenn ihr Samstag kommt, dann geht natürlich die Samstagsnacht auf Sonntag, das geht auch. Und eine Sache, die auch spannend ist, ist, dass man einen Minimumaufenthalt da zwar hat, aber ihr könnt einen Stopover auch einbauen. Das heißt also, ihr fliegt von den USA nach Frankfurt oder nach Zürich, nach Genf oder nach München. Das sind die Strecken, wo ihr einen kostenlosen Stopover machen könnt. Und dann fliegt ihr weiter, sowohl auf Hin- als auch auf Rückflug. Wichtig ist, das Ticket ist nicht refundierbar und Änderungen sind nicht erlaubt, außer wenn man das Ticket reissuen lässt, also das heißt neu ausstellt, aber dann müsst ihr die Fare Difference bezahlen. Aber kein Refund, ne? Ganz wichtig an dieser Stelle. Was auch wichtig ist, sind natürlich immer hier die Meilen. Das ist ja das, wovon wir leben. Mehr Meilen, mehr Punkte, mehr Status. Und da gibt es bei Singapore Airlines, wenn ihr sammelt, 17.208 Meilen. Bei der Lufthansa Miles & More sind es 13.768 plus Executive Bonus von 25%, wenn ihr FTL, Zen oder Hon seid. Und ganz, ganz wichtig, 50% mehr Meilen, wenn ihr wisst ja, in diesem Jahr noch bis zum 31.12. fliegt. Was gibt es noch zu sagen? Scandinavian Airlines selber Anzahl an Meilen, 13.768. Und eine Warnung, wer bei Air New Zealand sammelt, da könnt ihr unten kommentieren, wer überhaupt bei Air New Zealand im Programm sammelt, da würde es 0 Meilen geben, da nicht aufschreiben lassen, lasst ihr euch woanders gut schreiben. Nachdem ich euch wieder diese Tipps gegeben habe, könnt ihr ja dankbar sein, so wie ich dankbar bin, dass ihr schaut, dankbar bin, dass ihr abonniert, Glocke anmacht, Like da lasst und auch kommentiert. Das sind so die Sachen, genau dieses dann zu tun, damit ihr nie mehr die Meilen-, Punkt- und Statusnachrichten verpasst.
jetzt muss ich gleich weiter los. Einmal die englische Version machen, einmal auch nochmal vielleicht das Wort nachschlagen, was ich immer nicht aussprechen konnte, auch selbst im Deutschen nicht. Denkt noch an den Stammtisch in München, Frankfurt und Berlin, jeweils 12., 13. und 14. August. Und bis morgen. Ja, bis morgen. Dann sage ich einfach Tschüss und danke, dass ihr heute dabei wart. Bis dann. Ciao.